Zweimal hat er den Ironman auf Hawaii gewonnen, 2004 und 2006. Wir begleiten heute Norman Stadler, der diesmal als Betreuer unterwegs ist, und zwar für den Belgier Marino van Honacker, der als einer der Favoriten ins Rennen geht. Viel Spaß. 13. Oktober 2012, 5.30 Uhr morgens. Auf dem Parkplatz hinter dem King Kamehameha Hotel in Kailua Kona beginnt der Renntag für Profisportler und Hobby-Triathleten. Diesmal als Zaungast dabei der zweifache Hawaii-Sieger Norman Stadler. Ich warte auf Marino, ich denke, er ist noch nicht drin, ne? Und wir haben ihn extra die Woche ziemlich ruhig in Ruhe gelassen, das wollte er auch. Und ja, nochmal eben auf den Po klatschen und sagen, wird schon heute. Und wenn es nicht wird, es geht auch weiter. Und, aber für mich ist er einer der Top-Favoriten und so wie er es ausstrahlt, weiß er das auch. Und nach Frankfurt hat er nichts zu befürchten. Wegen einer lebensbedrohlichen Herzerkrankung beendete Stadler vor 2 Jahren seine eigene Profikarriere. Also ich möchte es nicht machen heute. Ich bin heute Nacht auch aufgewacht und dachte, oh Gott, du musst starten. Ach Gott, hast du schwere Beine. Und dann, oh Gott, okay, drehst dich nochmal rum. Du musst ja nicht. Der ist schon drin, da kommen wir vor, ja? Bis gleich, ciao. Ciao. 53 Männer und 31 Frauen gehen bei den Profis ins Rennen. 15 Minuten vor Wettkampfbeginn befinden sich die meisten von ihnen bereits am Schwimmstart. Nur einer fehlt, Marino van Honacker. Die gehen alle gerade rein und dann vielleicht noch Toilette, nochmal vom Fahrrad angucken, ob alles stimmt. Und dann, ja, der kommt schon. Ich hoffe. Marino! 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 Van Honacker hatte seine Saison diesmal anders aufgebaut. Statt in Österreich nach dem 7. Sieg in Folge zu jagen, startete der Belgier bei der Ironman-Europameisterschaft in Frankfurt gegen ein starkes Feld. Er gewann souverän vor so großen Namen wie Sebastian Kienle und Andreas Rehlert. Dieses Selbstbewusstsein nimmt Van Honacker mit in das Hawaii-Rennen. Ex-Profi Norman Stadler fiebert dem Start am Pier von Kailua Kona entgegen. Ach, ganz schrecklich. Also mein Puls ist auch gerade ziemlich hoch. Ich weiß, diese paar Minuten im Wasser, wenn man auf diese Kanone wartet, ist schrecklich. Eigentlich könnte man losblären, weil diese Anspannung so groß ist. Und vor allem als nicht so guter Schwimmer, wie ich das war, dann weiß man, okay, das Ding muss heute passen, das Schwimmen, dass man da vorne dabei ist. Gleich ganz vorn dabei Marino van Honacker mit der Nummer 5. Die Schwimmzeiten sind heute bei allen eher langsam. Die Profis sprechen später von starker Strömung und hohen Wellen im Pazifik. Nach 3,8 Kilometern und 50 Minuten und 32 Sekunden wechselt einmal mehr der US-Boy Andy Potts als erster aufs Rad. Potts wird von einer großen Gruppe gejagt. In der befinden sich unter anderem Luke McKenzie, Craig Alexander, Rasmus Henning und Pete Jacobs. Auch Faris Al-Sultan und Michael Rehlert fahren in Richtung Kuakini Highway, bevor es zur großen Runde nach Hawi und zurück geht. Auf die wichtigen alle 1:10. Wütend und auf Platz 20, Marino van Honacker. Scheiße. Der McCormick ist in seinen Umwerfer reingefahren, der ist verbogen. Das gibt's doch gar nicht, oder? Ist das Ende für Stadlers Schützling in dieser frühen Phase des Rennens? Ja, was kann man machen? Hoffen, dass er schalten kann. Wenn er nicht schalten kann, muss er irgendwo anhalten, Tech Support. Und ja, und nicht. Das ist echt wieder typisch. Kann man nur hoffen, dass es nicht beabsichtigt ist, was ich nicht hoffe, was ich nicht denke, aber... Oh Mann! All those little things. 11-mal ist Norman Stadler auf Hawaii gestartet. Das Radfahren war immer seine stärkste Disziplin. Sein Rad für die Athleten? Vollgas. Also das war immer mein Ding. Du gehst in die Gruppe rein.
guckst die Leute an, wie sie drauf sind und guckst deine Form an und dann fährst du eigentlich gleich durch. Also drin warten würde ich jetzt nicht, also ich wollte es nicht mit einem Olympionike McCormick loslaufen oder mit einem Michi oder mit einem Andi. Das ist einfach meine Stärken, sind woanders. Einfach nach vorne gehen, wird auch Sebastian machen und in dem Jahr, wo ich in Kona schon hier oben als Erster rausgefahren bin, da gab es auch nur Vollgas und das ist meine Renntaktik. So wird es auch Marino angehen, schätze ich, wenn er da an die Gruppe kommt, wird durchfahren. Sebastian wird es so machen, er wird kaum warten, weil wie gesagt, man möchte nicht mit 2 Stunden 40 Läufern den Marathon beginnen. Stadler ist der letzte Deutsche, der auf Hawaii gewann, seit 2006. Ja, jedes Jahr spricht für mich, was mehr draufkommt. Aber natürlich wäre es schon mal schön, wenn ein Belgier gewinnt. Und ein Deutscher kann Zweiter werden. Nein. Hier ist halt mein Athlet. Ja, nein, da bin ich. Knallhart ist der Stadler. Van Honecker hat aufgeholt. Die Schaltung scheint zu halten. Aktueller Rückstand, 1 Minute auf Andy Potts. Er verlässt Kona vor McCormack, Sebastian Kienle und Andreas Rehlert. Im Pressezentrum wollen Norman Stadler und sein Kollege im Management von Van Honecker, Hubert Schmidt, das Radfahren verfolgen. Über die letzten Nachrichten von der Strecke dürften sich beide sehr freuen. Ja, Norman, die Männerspitze ist gerade ein Havi durch. Marino liegt vorn. Es sieht so aus, als würde alles nach Plan laufen. Mittlerweile ja. Nach dem Schrecksekunden, wo Marino gemeint hat, seine Schaltung geht nicht, weil McCormick reingefahren wäre. Jetzt wieder okay. Marino momentan Zweiter, Sebastian hat überholt. Aber ich glaube, Marino fährt es so einigermaßen mit oder versucht es, weil Sebastian natürlich schon ein bisschen Druck auf der Pedale hat. Und natürlich drücke ich mehr Daumen für meinen Jungen, für Marino. Aber natürlich auch Sebastian, weil der hat, wenn man sagt, der hat Eier in der Hose. Der versucht es im ersten Jahr schon, da richtig nach vorne zu brechen. Und so macht man Triathlon. Was glaubst du, wie viel Vorsprung Marino braucht? So 5-6 Minuten. Weil das Rennen ist schnell, die machen es schnell da vorne. Hinten müssen sie arbeiten, da vorne fahren keine Nasen. Und müssen alle ihre Körner schon früher aufs Tablett legen. Und ich hoffe, dass es ein hartes Rennen wird. Und dass sie nicht mal bei Rekord brechen, sondern dass ich noch ein bisschen habe. Und dann einer von den beiden vielleicht das Ding rockt. Und ich drücke beiden ganz, ganz fest die Daumen. Letzte Vorbereitungen an der Laufstrecke am Alii Drive. Marino van Honecker hat den Vorsprung auf dem Rad ausgebaut. 8 Minuten und 32 Sekunden vor Pete Jacobs rast er aus der Wechselzone. Auch Norman Stadler rast. Zumindest sein Puls. Wenn es da oben einen gibt, der soll heute mal richtig schalten und walten. Weil es wäre mal Zeit. Er ist einfach so fleißig, der Marino. Die ganzen Jahre hat nie aufgehört. Und die anderen natürlich auch, aber ich kenne halt die 5 Jahre vom Team. Ich muss auch sagen, es war der Einzige, der eigentlich da war nach meiner OP. Und jetzt die sportliche und die menschliche Kombination ist halt bei mir, Marino, die ist gegeben. Und deswegen, dass er das so hier rockt, hätte ich nicht gedacht. Auf dem Papier ja, aber natürlich, wenn man einem Crowe 15 Minuten wegfährt und die lassen ihn nicht fahren, sondern die können nicht anders. Und deswegen ist es phänomenal. Also ich bin ganz aufgewühlt. Und ob ich diese 2-3 Stunden durchstehe. It's looking good, man. Fine. Durch.
Er hat ein riesengutes Polster und er wird selber hinten sehen gleich, dass er eigentlich momentan sicher liegt. Ich würde ihn eigentlich schon umarmen gerne, was er bisher geleistet hat. Mehr so eine Gehhilfe. Aber es taugt. Ich habe ja keinen Sponsor mehr. Heißt, da muss man nehmen, was man kriegt. Mit dem Sport abgeschlossen hat Ex-Profi-Startler noch nicht. Also nochmal mitmachen, kann ich mir vorstellen. Ich habe schon mehrmals erwähnt, dass ich gerne nochmal meinen Kiddies zeigen will, was ich gemacht habe. So mein Großer weiß zwar, dass ich irgendwas mit Sport mache, dass ich eigentlich nie einen richtigen Job hatte, sondern immer nur Sportschuhe oder Fahrrad gefahren bin. Das kann er noch gar nicht einschätzen, dass man richtig zur Arbeit geht. Wie gesagt, ich möchte auch eine Charity gründen. Gerade mit meiner Erkrankung, was ich hatte, oder mit meiner OP. Hauptproblem in Deutschland ist Herz-Kreislauf-Erkrankung. Kinder werden immer dicker, bewegen sich weniger. Schulen werden Sport gestrichen, Bäder zugemacht. Also es ist ein Riesenproblem in Deutschland. Und die Spätfolgen sind noch gar nicht absehbar. Und da sich engagieren, einfach Prävention, Aufklärung. Und das ist mein Anliegen. Und da vielleicht für einen guten Zweck was machen, Aufmerksamkeit erwecken. Kann man vorstellen, ja. Allein mit den Kindern wird es mir nie langweilig. Mein Kleiner, mein Großer ist im Waldorf-Kindergarten. Die sind jedes Mal happy, wenn ich komme und irgendwelche Bäume fälle für die Erzieherinnen dort oder den Garten umschore. Ja, nochmal hierher kommen irgendwann mit Abstand und vielleicht nochmal irgend für eine Charity was machen oder so ein Revival, wenn alle nochmal sich irgendwo treffen, alle Top-Leute, so ein Tim de Boom, Peter Reed nochmal aufs Quatsch mitmachen. Ja, kann ich mir vorstellen. Aber in der Elite da vorne, nee. Also das habe ich gesehen wieder heute, was da abgeht. Und ich weiß, was die opfern müssen, um da vorne zu sein. Van Honakers Verfolger bei Laufkilometer 12, Pete Jacobs. Ganz tolle Leistung hier. Dirk Bockel. Paris und Sebastian. Alter Schwede. Sauber. Super, Paris. Super. Faris Al-Sultan. Und Hawaii-Rookie Sebastian Kienle. Super, siehst du aus. Super. Ein langer Tag noch. Pass auf, Sebastian. Faris vorne, das Fossil, noch mit Speedo, wie man kennt. Also man hätte auch einen Rückblick machen können. 10 Jahre zurück ist Faris das Allergleiche, bloß mit anderen Sponsoren. Ganz toll. Sebastian läuft momentan, finde ich, am schönsten von allen, am schnellsten. Pete Jacob, ja. Dirk sieht ein bisschen müde aus, einen schweren Schritt. Und bei Faris weiß man nie, durch den langgezogenen Schritt und seine schwingenden Arme. Aber er kommt vorwärts. Und wenn man nach hinten guckt, da kommt jetzt Frederik van Lierde. Sieht nicht mehr so frisch aus. Frederik, good run. Und das war's dann. Ewige Abstände. Wir sprechen hier von der WM und ein Growy ist nicht zu sehen. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Das ist wahrscheinlich der kleine Franzose. Der nächste Verfolger ist der Australier Luke McKenzie. Dahinter kommen Timo Bracht, Andreas Rehlert und David Dello. Van Honakker hat den ersten Wendepunkt schon hinter sich, läuft nun den Verfolgern entgegen. Absolutely. So kontrolliert. Mitfavorit Craig Alexander hat keinen guten Tag erwischt. Er kämpft sich aber im Gegensatz zu Chris McCormack, der kurz vor Harvey aufgab, konstant nach vorn. An seinen Fersen Rasmus Henning und Ronny Schildknecht. Führungswechsel auf dem Weg zum Energy Lab. Pete Jacobs hat Marino van Honakker eingeholt und ihn gleich stehen lassen. 3 Minuten 30 beträgt sein Vorsprung. Ja,
ist mir der frischeste. Nee, er hat schon mal merkt schon, der ist ein bisschen eingegangen. Also ein bisschen arg eingegangen, Marino. Ja. Einfach was riskiert am Fahrrad. Jetzt weiß er nicht, ob er durchkommt oder nicht. Er ging schon ein paar Mal. Es tut mir jetzt auch leid für den Marino, weil ich weiß, wie er sich fühlt. Du bist vorne und da kriegst du Probleme und er macht es nicht extra langsam. Hat alles auf den Sieg ausgelegt und jetzt muss er leiden. Jetzt geht es nochmal runter ins Energy Lab. Das schlimmste Stück überhaupt. Und dann nochmal raus und dann weißt du, dass immer noch 10 Kilometer hier rein. Und so wie er hier gerade ausschaut, wird es lange, lange 10 Kilometer. Wenn auf der Laufstrecke ist für mich das Schlimmste, weil ich jetzt sehe, wie er leidet. Oder kommen sie? Andi kommt. One of those days. Oh, der arme Marino, es tut mir so leid. Ich meine, es kommt nichts mehr, oder? Wenn alle überlaufen. Wenn es so weitergeht, wenn er nochmal einen Rückenwind bekommt oder die anderen bekommen Probleme, dann. Aber so wie er momentan läuft. Sprachlos, ja. Traurig. Gehen wir davor, bevor wir kommen nochmal aus dem Energy Lab. Bis ins Energy Lab sollte sein Schützling gar nicht kommen. An der nächsten Verpflegungsstation bricht Van Honecker zusammen. Marino, then stop. It's medical. Do you need something, Marino? Are you fine? Or? Oh, fuck that. Cool down, catch your breath for a second here. Marino, it's finished. Are you sounding your head? Don't go any further. It's just a race. It's just sport. Not more. Es soll aufhören, ich sage, es soll aufhören. Weil das bringt gar nichts mehr. Das ist alles nur, der macht der Körper kaputt. Aber ich merke, er will noch, aber er kann nicht mehr. Das ist einfach, Körper schaltet ab und dann erzittert ja, der Puls ist sowas von niedrig. Der ist komplett runtergefahren. Ja, schade, einfach nur schade. Ist nur Sport, nichts mehr. Das macht er noch 2, 3, 4 Jahre und dann war es das. Und danach kommt das Leben. Also wie gesagt, jetzt soll ich es nicht ruinieren, weil das ist schon extrem, was hier gerade passiert. Wir haben hier unglaubliche Temperaturen und der Körper ist am Limit. Und warum soll er sich wegen so einem Quatsch hier das alles kaputt machen? Ist nur ein Wettkampf, klar, es ist wahnsinnig schlimm, das ganze Jahr trainiert, er ärgert sich am meisten. Aber wenn er hier weitermacht und hier sich ins Ziel quält und er muss nicht mehr finishen, also dieser Finisher-Gedanke, den muss er nicht mehr machen. Der hat 10-mal Ironman gewonnen, das war's und jetzt geht's weiter. Voll traurig, ich könnte nämlich. Die Lorbeeren ernten heute andere. Pete Jacobs holt sich nach 8 Stunden, 18 Minuten und 37 Sekunden seinen ersten Hawaii-Sieg.
Dahinter kommt Andreas Rehlert beim vierten Start schon zum vierten Mal auf das Podest, nachdem er den Belgier Frederik van Lierde auf den letzten Metern abschütteln kann. Das Ergebnis der Deutschen kann sich sehen lassen. Sebastian Kienle wird trotz Reifenpanne auf dem Rad bei seinem Debüt Vierter. Als Fünfter und Sechster kommen Fares Al-Sultan und Timo Bracht ins Ziel. Norman Stadler, ein Tag nach dem Rennen, was für Marino so gut begonnen hat, sitzen wir jetzt hier eigentlich ziemlich nah am Schwimmstart. Da ist es noch gut gelaufen. Erste und wichtigste Frage, wie geht's Marino? Hast du heute mit ihm gesprochen? Marino geht's wieder gut. Ihm ging es eigentlich schon eine Stunde nach dem Rennen gut, nachdem er ein bisschen Sauerstoff bekommen hat, ein bisschen, glaube ich, eine Infusion. Du kennst das ja aus eigener Erfahrung, wie es ist, auf dem Marathon der Gejagte zu sein. Ist das psychologisch ein sehr, sehr großer Druck? Kann es sein, dass Marino da drunter auch ein bisschen zu leiden hatte? Nein, also Marino ist sehr, sehr stark im Kopf und der hat viel trainiert für hier. Er hat schon andere Rennen gewonnen und auch in Frankfurt war auch Druck von hinten. Kam auch Sebastian und auch Andreas kam dann vom Fahrrad mit einem geringeren Abstand wie hier. Und Marino hat das Ding heimgelaufen. Vielleicht muss Marino mehr in der Hitze trainieren, sich irgendwas umstellen, irgendwelche Materialien besorgen, die die Hitze ein bisschen von ihm abhalten, weil er hat gemeint, er ist einfach, hat gekocht. Er ist fast explodiert draußen, hat einfach diesen Ausgleich nicht mehr geschafft. Ich möchte dich mal fragen, wie der Tag für dich so war. Wie erlebst du das Rennen, das du jetzt zweimal schon gewonnen hast, aus der anderen Sicht? Ich habe gelitten und dann habe aber ihm gesagt, dann hat er eigentlich ihn rausgeholt raus im Energy Lab, weil er wollte eigentlich nochmal weitermachen, aber es ist dann ruinös. Er schadet seinem Körper viel zu viel, als dass es gut ist. Er hat oft genug gefinisht, oft genug gewonnen und die Gesundheit geht vor. Und natürlich haben wir alle gelitten. Wir lagen dann auch wie gelähmt auf dem Zimmer danach und haben gedacht, oh Mann, wieder ein Jahr eigentlich, der arme Kerl, bis auf Frankfurt natürlich dahin. Das tut natürlich weh für ihn und ja. Aber ich habe das mehrmals erlebt hier und das Wichtige ist, dass er wieder zurückkommt, gestärkt und die Saison vorbereitet, die nächste. Ich bin da für ihn, wir sind da für ihn und das weiß er, das schätzt er auch. Und jetzt geht es dann wieder Planung 2013.